So, einen wunderschönen guten Tag. Ein neues Jahr und eine neue Folge durchgeblättert. Endlich mal wieder. So, und ich beginne dieses durchgeblättert Jahr 2015 nach Purple Tentacle natürlich, der sich schon um DSA 5 gekümmert hat. Sehr interessantes Video im Übrigen, das ich jetzt verlinke, hoffentlich. Und ich beginne das Jahr mit Splittermond, dem Splittermond Grundregelwerk, beziehungsweise dem Splittermond Regelwerk. Es gibt ja da den Weltenband und diesen Regelband hier. Den Weltenband habe ich schon durchgeblättert. Video wird jetzt verlinkt, hoffentlich. Und jetzt kümmere ich mich hier um die Regeln. Wer sich das selbst persönlich nochmal ansehen will, die PDF gibt es kostenlos, die das habe ich auch verlinkt unten in der Videobeschreibung, aber nichtsdestotrotz, ich blätter das Ding hier mal durch und werde euch dazu erzählen, was ich darüber denke, was ich davon halte. Inzwischen habe ich das auch schon mal ein paar Mal Test gespielt und habe mir da eine Meinung bilden können. Das ist ganz, ganz gut, immer, wenn man solche Dinge Test spielt. Vergesst es. So, empfangen werden wir von der allseits bekannten Loratrix-Karte, die es im Übrigen auch kostenlos gibt. Habe ich auch nochmal verlinkt. Jene Menge Kram. Das ganze Ding ist natürlich vollfarbig. Ihr seht es und schön babyblau, wie man das von Splittermond kennt. Ja, und es beginnt mit der üblichen Einführung, was ist Rollenspiel, mit einem ganz interessanten Spielbeispiel, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Und zwar einmal wird beschrieben, was in Loraquis passiert und dann quasi eine Übersetzung in beide Richtungen funktioniert, was am Spieltisch gerade abläuft. Das finde ich, das in der Form finde ich super gut. Muss ich wirklich mal so sagen. So, dann Grundregeln, genau. Ich blätter hier einfach mal weiter durch und erzähle, also ich werde jetzt nicht jede Seite da, weil, ne, und zwar, wie läuft denn überhaupt eine Probe in Loraquis ab? Das weiß eigentlich bestimmt schon jeder von euch, der hier dieses Video schaut. Also es wird mit 2W10 gewürfelt und dann wird addiert der Attributswert und der Fertigkeitswert. Und dann muss ein bestimmter Wert überwürfelt werden. Und das ist im Grunde schon alles. Das kann man wirklich sagen, das ist ganz, ganz wunderbar einheitlich gehalten. Also das ist super. So, das ist ein Punkt, der mir nicht so gut gefällt, und zwar die, wie heißt es so schön, die Notation. Ich stelle mal eben den Autofokus wieder an, beziehungsweise, warte mal, ich mache das mal ganz anders. So, guck mal, dann sieht man das auch. Ne? Also so soll man das notieren. Und zwar ist das einmal, geht es da um erschöpft, verzehrt, also erschöpfte Punkte und verzehrte Punkte und kanalisierte Punkte, die man so eben notieren soll mit Strichen und Xen oder auch, und natürlich nicht nur Striche und Xe, sondern auch durchgestrichene Xe. So, das ist dann wirklich verzehrt. Ja? Das heißt, das dauert wirklich lange. Das sind zum Beispiel, wenn es um Lebenspunkte geht, sind das sehr ernsthafte Verletzungen. Ja. Ich weiß nicht, warum man das so aufschreiben müsste. Mir würden da spontan 2, 3 Alternativen einfallen. Aber gut, mein Gott, kann man so machen. Letztlich ist das alles völlig, völlig belanglos. Ist halt auch sehr viel Geschmackssache. Genau. So, ihr seht es, ziemlich textlastig hier. Aber naja, ist halt ein Regelbuch. Was soll man dazu sagen? So, dann kommen wir zu einem immer, ja stets sehr wichtigen und interessanten Punkt in einem Regelwerk, und zwar die Charaktererschaffung. Die Charaktererschaffung läuft in insgesamt 6 Schritten ab. Und zwar wählt man zunächst, man hat zunächst natürlich eine Idee, dann wählt man die Rasse, die Kultur, ja, es gibt so Kulturpakete mehr oder weniger. Dann gibt es noch zusätzlich eine Abstammung, das heißt, man kann dann nicht nur, was weiß ich, zu der Kultur der Wargen aus dem Norden gehören, sondern ein Warg aus dem Norden, der bei Nomaden groß geworden ist, sowas. Kann man dann wählen, das ist dann die Kombination aus Kultur und Abstammung. So. Alternativ kann man aber auch immer die Punkte frei verteilen. Man muss sich nicht an diese Pakete halten, man kann die Punkte auch in jedem Schritt frei verteilen, die man zur Verfügung hat. Das geht ohne weiteres, das finde ich ganz wunderbar. Also wenn man gar kein Paket findet, das einem so zusagt, dann verteilt man die Punkte in dem Schritt einfach frei. Das ist jederzeit möglich.
Man kann sogar so ein bisschen mischen, weil die Pakete sind alles andere als komplex. Die werden hier gleich nochmal, huch, es sind tatsächlich insgesamt 9, 10 Schritte. Okay, das sind immer Schritt 10, Feinschliff und so, das sind so Sachen, die vergesse ich dann immer. Das sind so kleine, kleine Sachen und Starterfahrung verteilen und so. Ja, auf jeden Fall kann man in jedem Schritt letztlich entscheiden, ob man ein Paket nimmt, um die Sachen ein bisschen abzukürzen, oder ob man Punkte frei verteilt. So, dann kommen wir noch so 10, wie viele Fragen sind es? Keine Ahnung, diese üblichen Fragen, die man sich einfach stellen soll für den Hintergrund und so, damit ein total toller Charakter dabei rauskommt. Ja. Ne, wie geht der Charakter mit Magie um? Was ist das tiefste Geheimnis des Abenteurers? Was ist der sehnlichste Wunsch? Blablub. Ne, so ein bisschen ausgestalten. Kann man immer machen. Inzwischen finde ich es, ja, weiß ich auch nicht, ist irgendwie Standard. Aber egal. So, Charakterdokument wird noch hier beschrieben. Dann kommen wir zu den Rassenbeschreibungen. Die Rassenbeschreibungen sind ja auch Teil der Weltbeschreibung. Allerdings sind die hier nochmal ausführlicher und natürlich mit regeltechnischen Dingen versehen. Also Attributsmodifikationen, welche es da gibt und welche Stärken die haben, die jeweiligen Rassen. Und dann kann man ganz im DSA-Style Haarfarbe, Augenfarbe und sowas auswürfeln und Körpergröße. Finde ich witzig. Ja, witzig. Kann man mal machen. Ist so eine... Ich fasse das so ein bisschen als wirklich Hommage an DSA auf, weil irgendwie das machen nur sehr wenige Spiele. Also mir wäre eigentlich gar keins bekannt. Aber es wird sicherlich einige kluge Kommentarschreiber geben, die mir jetzt sagen, Swart, komm, das und das und das Spiel macht das genauso. ja, als nächstes werden die Kulturen vorgestellt. Ebenfalls mit einer einseitigen Beschreibung jeweils. Und dann den Modifikationen, also welche Fertigkeiten vor allen Dingen gibt die Kultur und welche Rassen haben diese Kultur in üblicher Weise und welche üblichen Abstammungen. Das ist hier alles drin. Da gibt es jede Menge. Wer sich dafür interessiert, kann sich das Video nochmal zum Weltenbuch von Splittermond ansehen. Also ihr seht hier, hier ist alles drin. Aber wie gesagt, wenn einem eine Kultur gar nicht zusagt oder wenn man sagt, ja, Lorak ist so groß, da gibt es noch eine kleine Kultur irgendwie am südlichen Zipfel von der was weiß ich, der Exotenküste oder so heißt die gar nicht mehr, dann kann man die Punkte einfach frei verteilen aus dem Schritt und ja, seine eigene Kultur erfinden. Lorak ist groß, Lorak ist soll ein riesiger Spielplatz sein und das ist es auch. So, dann die Abstammungen werden, ich will immer Abschaffungen sagen, warum? Also die Abstammung kann man hier nochmal dann festlegen, da gibt es dann Gelehrte, ob man, ne, ob die Eltern oder so Gelehrte waren, ob es Gesindel war, Künstler, Kleinbauern, Kriegervolk, da geht es eben noch ein bisschen mehr ins Detail und dann vor allen Dingen werden hier dann festgelegt die Ressourcen, die man so hat, also zum Beispiel Ansehen oder ob man ein Artefakt hat oder ob man gute Kontakte hat oder ob man ein Haustier hat oder solche Dinge. Das wird hier festgelegt und natürlich gibt es auch noch mal ein paar Punkte auf verschiedene Fertigkeiten. Aber auch hier kann man sagen, okay, ich finde hier nichts, was dazu passt, dann verteile ich die Punkte aus dem Schritt einfach frei. So, und dann kommen wir zur Klassenwahl, die Ausbildungen. Das heißt nicht Profession oder Klasse, sondern einfach Ausbildung. Das sind dann solche Sachen wie Elementarist, Entdecker, Glaubenskrieger, Heiler und Kämpfer natürlich, mystischer Krieger, magischer Unterhändler. Ich finde die Bilder sind allesamt ja sehr schick, aber hier kann man nochmal sehr schön den Kontrast darstellen. Manchmal fallen da Abbildungen, die sind alle eigentlich überdurchschnittlich, aber die passen nicht unbedingt zueinander. Hier haben wir, ja, ihr seht das so, und jetzt halte ich nochmal diesen mystischen, der sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist zwar ein ähnlicher Stil, aber der sieht irgendwie anders aus. Das wirkt recht uneinheitlich. Jetzt es ist keine Katastrophe, alles andere als das, aber es geht halt, ist mir halt aufgefallen, sagen wir es mal so, ganz neutral, es ist mir halt aufgefallen und dementsprechend will ich das hier mal erwähnt wissen. Ja, Ränkeschmied, Priester des Wissens, also es gibt hier jede Menge Ausbildungen und es werden auch noch jede Menge weitere Ausbildungen folgen, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das sind ja diese klassischen Crunchy Bits, die man dann in jedes Buch packen kann. Ist ja auch nichts Schlechtes dran. So, Stärken, also Vorteile, gibt es natürlich auch in diesem Spiel und davon jede Menge. Wobei,
So viele sind es eigentlich gar nicht. Es gibt nämlich viel mehr, ja, bei DSA werden das Sonderfertigkeiten, Splittermond nennt es Meisterschaften. Das ist, aber zunächst kommen wir hier zu den Ressourcen. Wer zum Beispiel Space 1889 kennt, der kennt dieses Ressourcensystem. Also das sind abstrakte Werte für etwas, für eine Ressource des Charakters, wie zum Beispiel eben das Vermögen. Man muss sich in Oracles nicht unbedingt mit dem Zählen von Münzen abgeben. So. Das kann man einfach über einen abstrakten Wert handhaben. Genauso wie den Stand oder was für Kontakte ein Charakter hat oder welchen Rang in einer Gesellschaft er bekleidet. Ob er einen Mentor hatte, ob er ein Pet hat, eine Kreatur, einen Begleiter oder ein Artefakt, ein Relikt heißt es hier. Oder ob er eine Zuflucht hat, ob er vielleicht ein Haus oder sogar eine Festung besitzt, eine eigene. Das ist alles möglich, wenn man entsprechend die Punkte auf die entsprechende Ressource verteilt. Sowas mag ich, vor allen Dingen, wenn es halt wirklich, es ist möglich, tatsächlich zu Spielbeginn bereits eine alte Familienburg oder sogar ein Segelschiff zu haben. Ich finde sowas ja super, dann kann man die Charaktere nochmal auf die gespielte Kampagne anpassen. Das mag ich sehr gerne, weil wir spielen zum Beispiel tatsächlich so, dass wir passende Charaktere zu passenden Kampagne erstellen. Und mit diesen Ressourcen kann man das sehr schön dann anpassen, wenn man zum Beispiel sagt, jetzt ganz stumpfes Beispiel, wir spielen eine Kampagne, eine Piratenkampagne, erstellt euch doch bitte passende Charaktere, dann kann man tatsächlich sagen, okay, wir sind eine Gruppe und die haben ein eigenes Segelschiff und das kann man hier dann mit diesem Ressourcensystem ganz schön darstellen. Und zwar ohne jetzt irgendwie handwedelig zu sein, sondern einfach hier, die haben dann da Punkte ausgegeben, ne? Die haben zwar ein Segelschiff, aber dafür haben die dann vielleicht ja keine tollen Artefakte oder sowas. Ja, das finde ich ganz schön. Genau, Splittermond hat Mondsplitter. So, deshalb heißt das Splittermond. Und diese Mondsplitter, die werden von den Spielercharakteren hauptsächlich durch die Gegend getragen. Das sind dann sogenannte Splitterträger. Diese Splitter, diese Mondzeichen, die mit diesen Splittern einhergehen, die man durch die Gegend trägt, metaphysisch gesprochen, also das sind jetzt keine Splitter, wenn ich das richtig verstanden habe, die wirklich irgendwie im Körper stecken von einem Charakter, sondern das sind halt so verschiedene Fähigkeiten, die Charaktere dann durch diesen Mondfall irgendwie haben. Dieses Geheimnis wird sicherlich im Laufe der bestimmt langen Geschichte, die Splittermond noch haben wird, gelüftet. Jetzt ist aber so, dass diese Mondzeichen und und Splitterpunkte den Spielercharakteren nochmal verschiedene Fähigkeiten geben und die kann man hier eben wählen. Das sind so kleine lustige Sachen, wie zum Beispiel, dass man schneller regeneriert, dass man Splitterpunkte, das sind so eine Art Bennies oder Schicksalspunkte oder Gummipunkte oder Glückspunkte, wie auch immer man die nennen will, oder Fate-Punkte oder so, dass man die weitergeben kann an andere Spieler, dass man besser falschen kann oder also ganz, ganz verschiedene Fähigkeiten, die man hier dann auch nochmal wählt im Laufe der Charaktererschaffung. So, Schwächen, ein paar Schwächen muss ein Charakter natürlich auch haben, damit er total, damit er noch tiefgründiger ist. Und auch das kann man hier wählen, bekommt dafür Punkte, kann dann nochmal auf anderer Stelle Bonuspunkte einheimsen. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Und natürlich sind diese Schwächen auch immer eine Quelle für diese Splitterpunkte. Das ist ähnlich wie bei Savage Worlds. Wenn man seine Schwäche ausspielt, bekommt man oder ist der Spielleiter angehalten, dafür Splitterpunkte zu verteilen. Ja, so. Wie setzt man Erfahrungspunkte ein? Auch das super simpel und auch schöne kleine Wertespanne. Das finde ich ganz angenehm immer. Ich frage mich ja immer, warum man dreistellige Zahlen haben muss oder so, aber hier kommt man wirklich mit, also das höchste der Gefühle sind wirklich 20 oder so Punkte, die man mal ausgibt. Das finde ich ganz schön. Und ja, mit dieser kleinen Tabelle ist man dann auch schon gut bedient. Ja, Splittermond kennt Stufen, genau, das sind hier sogenannte Heldengrade. Es gibt allerdings nur 4 Stück, reicht aber auch völlig, zumindest im Grundbuch. Auch da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass es im Laufe weiterer Veröffentlichungen
sicherlich noch mehr Heldengrade geben wird und noch legendäre Fähigkeiten dazukommen. Noch legendäre Fähigkeiten dazukommen werden. Was tun die Helden gerade? Die Helden gerade legen fest, wie das Fertigkeitsmaximum aussieht und das Attributsmaximum. Sie erhöhen aber auch bei Erreichen, erhöhen sie auch zum Beispiel, was man mit seinem Mondsplitter tun kann. Man kann eine Schwäche austauschen, das finde ich auch ganz witzig, also eine Schwäche streichen und neue dafür wählen. Und alle Widerstandswerte steigen auch nochmal um eine gewisse Punktzahl, sodass man wirklich sich mit fortschreitendem Heldentum sich noch besser verschiedenen Gefahren stellen kann. Das Übliche halt. Finde ich auch ganz schön. Also, das muss man natürlich sagen. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass wirklich Helden gespielt werden. Und, was soll ich sagen, ich glaube, das gelingt dem Spiel auch sehr gut. Auf seine eigene Art und Weise. So, nächstes Kapitel. Ja, jetzt geht es los mit den Fertigkeiten und den damit einhergehenden Meisterschaften. Splittermond ist nämlich das Spiel der 1001 Meisterschaften. Es ist nämlich so, dass ab einem bestimmten Fertigkeitswert wird immer eine Meisterschaft freigeschaltet, die man dann wählen kann. So, bei zum Beispiel, schauen wir mal bei der Fertigkeit Kettenwaffen. Wenn man da diese erste Fertigkeitsschwelle erreicht, dann kann man wählen zwischen Berserker, Schild umschlagen oder einem Verteidigungswirbel. Ja, das heißt, dass man zum Beispiel Schildboni umgehen kann, genau, dass man oder besser angreifen kann. Oder eben auch, dass man, was ist das, Verteidigungswirbel? Bringt der Kämpfer sich mit diesem Manöver? Achso, ja, dass man halt sich besser verteidigen kann gegen mehrere Gegner. So. Ja, das ist, und das zieht sich halt, es gibt für jede Fertigkeit, jede der, ich weiß gar nicht, 30 Fertigkeiten oder so, gibt es jeweils drei Stufen für Meisterschaften und jede Stufe hat so mindestens drei Meisterschaften. Also das sind wirklich jede Menge. Die Fertigkeitsliste an sich, wie gesagt, 30, denke ich, müssten das sein, ist angenehm kurz, die hat eine gute Länge, keine wirklichen Nullnummern bei den Fertigkeiten, die können alle nützlich sein, sogar solche Sachen wie Edelhandwerk, warum das so ist, dazu komme ich gleich. Ja, ihr seht hier Entschlossenheit hier mal als Beispiel, Handwerk, Geschichte und Mythen, Handwerk kann auch sinnvoll sein, warum, komme ich gleich zu, Heilkunde darf natürlich nicht fehlen, also Jagdkunst, Heimlichkeit, solche natürlich so Klassiker, Länderkunde, Naturkunde, Schlösser und Fallen, Rede, Gewandtheit, ja, also alles recht sinnvolle Sachen, Schwimmen, Seefahrt, Tierführung, da gibt es wirklich nichts zu meckern, Überleben, Wahrnehmung darf natürlich nicht fehlen, ja. So, also da kann man nicht meckern. So, zu jedem oder zu vielen Fertigkeiten gibt es natürlich auch noch Anwendungsbeispiele. Was bedeutet ein verheerender Fehlschlag, also ein Patzer? Was bedeutet es, wenn ich total gut würfel? Und dann gibt es aber auch ein sehr schönes Crafting-System. Ja, also wie repariere ich und wie stelle ich Gegenstände her? Das gefällt mir sehr gut, weil es ist so abstrakt und trotzdem kann man es sehr gut im Spiel verwenden. Was heißt trotzdem? Ich bin ja inzwischen auf dem Standpunkt, dass man sagen kann, je abstrakter ein Spielmechanismus ist, es ist völlig egal, wie abstrakt ein Spielmechanismus, wie konkret oder abstrakt man einen Spielmechanismus haben will, ist erstmal nichts anderes als Geschmackssache. So. Und es ist sehr gut oder genauso gut möglich, einen sehr abstrakten Mechanismus ins Spiel zu übersetzen, wie einen sehr konkreten Mechanismus. So, jetzt, ha, schön. So, also das heißt, es ist hier sehr schön geregelt, wie man Gegenstände herstellt, wie man Gegenstände verbessert, was die für Boni geben, wie der Preis beeinflusst wird, aber natürlich auch, wie die Schwierigkeit ist und so. Also Handwerker haben hier wirklich Hand und Fuß und haben sogar einen Sinn. Also ein toller Schneider, ein guter Schneider kann dir ein Kleid machen, zum Beispiel, oder ein muss ja nicht, kann dir Kleidung herstellen, sagen wir es mal geschlechtsneutraler, kann dir
Kleidung herstellen, die dir einen Bonus auf deine Überzeugenwerte gibt. Denn dann ist es leichter zu überreden, weil du einfach so unglaublich gut aussiehst. Ja? Und dafür gibt es ja einen sehr schönen Mechanismus, der mir sehr gut gefällt. Das ist wirklich ganz großartig. Genauso wie mit Alchemie. Dann gibt es ein System für soziale Interaktion. Das Schöne ist, das funktioniert alles sehr ähnlich. Das ist alles sehr gestreamlined. Das ist wirklich toll. Muss ich sagen. Wirklich, wirklich toll. Hätte ich auch so gar nicht gedacht, dass da, wie soll ich das jetzt sagen? Dass da deutsche Spieleentwickler zu in der Lage sind. Ich hau's jetzt einfach mal raus. Komm, muss mal. So. Es gibt ein Subsystem für Verfolgungsjagden, es gibt ein Subsystem für Recherche und Untersuchungen. Ja, was ist, wenn ein Spielercharakter mal in die Bibliothek rennt und da nach bestimmten Wissen sucht oder so, dann nimmt man einfach diesen Mechanismus her, knickert und guckt, was dabei rauskommt. Toll, super gut. Es gibt sogar einen für Erinnern, ja, und das sind jetzt viele verschiedene Subsysteme, aber das ist wirklich immer so simpel gehalten, dass man das wirklich schnell anwenden kann. Ohne Spaß. Es gibt relativ gute Regeln für Überlandreisen. Ich finde das ja schon mal gut, dass es überhaupt welche gibt. Die sind mindestens so gut wie die von der eine Ring. Die sind eindeutig davon inspiriert, aber auch mindestens so gut. Vielleicht sogar... Na, mindestens so gut. Also, ja... So, das muss jetzt erstmal reichen. Also man weist wieder jedem Gruppenmitglied eine Rolle zu bei einer Überlandreise. Da guckt man, in was für einer Zone man sich gerade bewegt. Und das modifiziert dann den Wurf und die Schwierigkeit. Und dann ist hier halt definiert, was passiert, wenn man gut würfelt und wenn man schlecht würfelt und so. Das ist wirklich schön. Wirklich gut. Genau, und wie natürlich verschiedene Geländeformen die Würfel modifizieren und so, was es für Hindernisse geben kann, auch das. Es gibt halt kleine Zufallstabellen, auch dazu wird sicherlich noch im Laufe der Zeit mehr kommen, ich bin davon überzeugt. Ja, es gibt kleine Zufallstabellen, welche Gefahren mit welcher Wahrscheinlichkeit einem in einem bestimmten Geländeart begegnen können. Ja, was das halt ist, das wird hier alles nochmal aufgedröselt. Aber auch das... Sehr schnell einsetzbar, sehr gut. Wunderbar. So, dann kommen wir zu einem Punkt, der mir nicht so gut gefällt, muss ich sagen. Und zwar, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, das Ticksystem. Das Ticksystem ist so gar nicht meins. So gar nicht meins stimmt auch gar nicht. Ich habe darüber mal ein bisschen nachgedacht. Vielleicht erstmal, ich muss ja vorne anfangen. Was ist überhaupt das Tick-System? Es gibt keine klassische Initiative in Splittermond. Stattdessen setzen alle ihre Figürchen. Ich weiß gar nicht, hinten drin ist, glaube ich, so ein Plan. War das nicht so? Genau, Charakterbögen. Und irgendwo hier ist auch, genau, hier. Alle Charaktere setzen ihre Figürchen hier auf diese Tick-Leiste. Und für jede Aktion kostet Ticks. Das heißt, eine Figur wird dann immer vorgesetzt. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal... Ach komm, hier Würfel. So, also angenommen, ich starte auf der Tick-Leiste mit 4 und mache dann einen Schwerthieb. So ein Schwerthieb kostet, keine Ahnung, sagen wir mal 4 Ticks. Dann setze ich meine Figur 4 Ticks weiter. Und jeder dazwischen ist dann jetzt nochmal dran. Wenn die Tick-Leiste weitergelaufen ist auf 8, dann bin ich wieder dran und kann dann, was weiß ich, ich will mich bewegen und einen Sturmangriff machen. Keine Ahnung, das kostet mich jetzt 5 Ticks. Dann setze ich mich von 8 auf 13 und jeder, der dazwischen drin ist, ne, dann wird auf 9 geguckt, steht da einer, ja, dann kann er nochmal was machen und sich wieder vorsetzen. Ist dann auf 10 dran, ja, dann, ne, und so weiter und so fort. Man hat also eine Art kontinuierliche Initiative, statt das Ganze in Runden aufzuteilen. Man hat keine Runden, das ist so ein laufender Prozess. So. Durch dieses Ding wird der Kampf sehr kleinteilig, also mir zu kleinteilig. Jetzt habe ich allerdings lange überlegt, so, was stört dich denn daran? Warum überhaupt? Ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Initiative bei DSA anguckt oder bei ganz vielen anderen Systemen, die ist auch sehr kleinteilig. Da gibt es ja sogar Sachen, die dann die Initiative, die diesen Wert auch verändern und so weiter und so fort, wo man dann wieder Buch führen muss und so weiter. Und das ist auch sehr unübersichtlich. Also sowohl die Tick-Leiste als auch viele andere Initiative-Systeme sind sehr unübersichtlich, wenn es darum geht, Gegnermengen
so, ich sag mal, ab 20 Kampfbeteiligte aufwärts zu verwalten. So. Häufig ist deswegen, weil man Gruppen nicht zusammenfassen kann. So, oder nicht soll. Und das ist beim Tick-System noch ein Ticken schlimmer, finde ich, weil du musst wirklich, sagen wir mal, du musst wirklich genau gucken, weil das alles Ticks kostet. Jede Bewegung, jedes Aufstehen, Hinlegen, Hinknien, das kostet alles Ticks, weil das ja alles quasi Zeit kostet. Du musst also bei jedem einzelnen blöden Rattling genau gucken, kniet der jetzt, liegt der jetzt, welche Waffe hat der und so weiter. Es ist gar nicht möglich, die wirklich sinnvoll zusammenzufassen. Es sei denn, es ist so eine total krasse, disziplinierte, geschlossene Formation. Ja, alle Rattlinge knien sich komplett, alle 20 Rattlinge knien sich komplett hin oder so. Das geht nicht, so. Und wenn du dann auf dieser Tickleiste, sagen wir mal, 20 Typen verwalten musst, boah, ist das krampfig. Wir haben es ausprobiert, es ist wirklich nicht schön. Andererseits muss man natürlich auch sagen, für viele Spielgruppen sind Kämpfe mit 20 plus Beteiligten, also mit 20 oder mehr Beteiligten, selten. So. Also ich hab das neulich noch gedacht, vorgestern haben wir die Quantumsquest weitergespielt mit den wilden Aventurien, da kam ein Kampf vor mit 18 Orks und den vier SCs und wie viel Dörfler hatten die dabei? Ich glaube 12 oder so. Also es waren so knapp 18, 30, 35 Beteiligte um den Dreh. Ja, und der Kampf war innerhalb von eine Stunde. Ich glaube, wir haben eine Stunde gebraucht, um das abzuhandeln. So. Danach waren ganz schön viele Dörfler tot, ein paar SCs angeschlagen und die Gegner waren hin, die Orks. Das war ganz erfolgreich. Aber trotzdem, es ging halt relativ zügig, es war ganz flüssig und 30 Beteiligte auf einer Tickleiste hin und her zu schieben, übel. Aber ich habe schon gehört, in dem nächsten Erweiterungsband soll es da tatsächlich MOOC-Regeln für geben. Jetzt habe ich ganz schön viel gelabert und gar nicht weitergeblättert. Genau, so. Ja, dann gibt es hier natürlich noch für den Kampf an sich ist ja dieser ganze Mechanismus und der Kampf und so, ist wirklich angenehm. Das flutscht, das ist super. Ja, auch es gibt hier jede Menge Zustände, die sind sehr konsequent durchgehalten, das ist ganz toll. Abzüge, es gibt natürlich jede Menge Optionen hier und Modifikationen für Kämpfe. Man kennt das, ja, Kampf im Wasser, Kampf berittener, Fernkampf unter Wasser oder so, ja. Kann man alles machen, alles drin. Berittener Fernkampf unter Wasser, warte mal, ist das wirklich? Ich glaube wohl. Ja, im Wasser, Überzahl, ja, Kampfposition. Es gibt auch so ein schönes, abstraktes Ding wie taktischen Vorteil. Das heißt, wenn ein Spieler zum Beispiel eine schöne Beschreibung liefert für irgendetwas, dann kann der SL einfach sagen, ja, das ist ein taktischer Vorteil und du bekommst dafür 3 Punkte Bonus. So, ja. Ja. So, wie sterbe ich und so. Man stirbt. Das kann ich gar nicht... Das kam bei uns gar nicht vor. Also ich habe den Eindruck, dass es nicht so tödlich ist. So, ich mag es ja tödlich. Ich habe den Eindruck, dass es nicht so tödlich, wie es sein könnte. Also man stirbt nicht so schnell. Das ist aber, glaube ich, auch das ist natürlich gewollt. Ne, man soll ja Helden spielen und Helden kratzen nicht einfach ab. So. Gifte und Krankheiten werden hier im nächsten Kapitel behandelt. Auch das alles sehr einheitlich und schön. Ich wollte eigentlich gar nicht so ins Detail gehen. Jetzt bin ich aber schon wieder eine halbe Stunde am Quasseln. Naja, so, Ausrüstung. Da gibt es verschiedene Stufen. Es gibt meiner Meinung nach sehr hässliche Ausrüstungsbilder. Ich stehe auf diesen Stil irgendwie gar nicht. Das sieht alles sehr... Ach, ich weiß auch nicht. Das sieht mir zu computergeneriert aus. Hier nochmal in groß. Beziehungsweise guckt es euch in der PDF selber an. Ja, ich mag diesen sehr computergenerierten Stil nicht. Aber gut. So, Listen, Ausrüstung, blablub, haben wir alle, Rüstungen und spezielle Waffen und alles, was dazugehört, gibt es alles. Dann, Riesenthema, Zauberei in Lorakis. Warum ist das ein Riesenthema? Weil jeder zaubern kann, prinzipiell. Nicht jeder tut es, aber jeder könnte es, wenn er denn wollte. So, es gibt ganz viele verschiedene Magieschulen, die stehen hier. Und die kann jeder einfach erlernen. Das heißt, jeder SC wird bestimmt 1, 2, 3, 4, 5 Zauber beherrschen. Muss man mögen. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ist mal eine absolute Abwechslung. Vor allen Dingen, das habe ich ja, glaube ich, schon beim Weltenband gesagt, wurde auch in der Weltbeschreibung und überhaupt beim Setting darauf geachtet,
was für Auswirkungen das hat, wenn jeder prinzipiell einfach zaubern kann, jeder Handwerker sich das Leben mit ein paar passenden Zaubern erleichtert oder auch jeder Bauer das prinzipiell kann. So. Ja. Auch da, jede Magieschule ist eine eigene Fertigkeit und jede Fertigkeit hat natürlich Meisterschaften, die man nehmen kann und die das entsprechend unterstützen, die Boni geben in bestimmten Situationen und so weiter und so fort. Und natürlich jede Menge Zauber. Es gibt jede Menge davon und es gibt jede Menge Magieschulen, die hier vorgestellt werden. Das ist wirklich, da gibt es dann nochmal 100 Meisterschaften oder so, keine Ahnung, jede Menge. Und jede Menge Zauber. Windmagie. So, und hier kommt die Zauberliste. Zauber, da gibt's, also, ich würde mal sagen, das Standardrepertoire, was einfach dabei sein muss. Feuerball einäschern, Einstellung erspüren, Erdstöße, Feenwesen kann man bannen. Was haben wir noch? Erkenntnisse fälschen, Eisskelette, Fesselfelder, Feuerstrahlen, Flammenschilde. Geister mit Geistern sprechen, Geister sehen, Geisterwaffen, Gedankenschutz natürlich, Insektenschwärme kann man herbeirufen, Gift bannen und Gift erkennen und was haben wir noch? Inneres Leuchten und man kann im Dunkeln sehen mit Katzenaugen und man kann Gegner lähmen und sein Leib aus Licht heißt das hier und heilen kann man natürlich oder auch Leben rauben oder schwere Lasten heben, ach Gott, magische Geschosse natürlich, durch Nebel gucken, sich in Nebel verwandeln, prophezeien, Leute beherrschen, seinen Körper in Schatten verwandeln, sich einen Mantel aus Schatten zulegen. Und was macht das denn? Der Zauberer hüllt sich in tiefe Schatten, die ihn bei Stillstand verbergen. Ah ja, okay. Ne, sich tarnen. Was haben wir noch? Schadenswellen, Rüstung schwächen. Schutz vor Elektrizität, Schutz vor Angriffen, Schattenwände, man kann Leute schlafen legen, man kann sich Sprungbeine zulegen oder eine Stahlhaut, man kann Tiere beruhigen oder Tiere beherrschen. Man kann mit den Tieren aber auch sprechen und sie vielleicht dadurch beruhigen oder Steine werfen. Stein. Der Zauberer erschafft ein bis zu faustgroßes Objekt aus Stein. Hä? Das eine einfache geometrische Form ausweist. Ja gut, man kann Steine herbeirufen, mach was schön. Man kann seine Faust in Stein verwandeln, man kann sich unsichtbar machen, man kann Untote schwächen, man kann, ach, da gibt's so viel, ihr kennt das bestimmt. Man kann Wasser beherrschen, sehe ich hier, man kann sich wärmen, man kann unter Wasser atmen und so weiter und so weiter. Die haben natürlich alle verschiedene Stufen, je nach Mächtigkeit und blablabla. Das ist auch alles soweit gebalanced, das finde ich ja überhaupt sehr sympathisch an dem Spiel. Im Zweifel, es ist immer die Frage Realismus oder Spielbarkeit. Splittermond entscheidet sich immer für Spielbarkeit. Es ist immer die Frage Realismus und Balancing. Splittermond entscheidet sich für Balancing. Ich mag das sehr gerne. Dadurch kommt ein sehr, sehr rundes, sehr gut funktionierendes Spiel zustande. Außer eben die Tickleiste, wobei das, wie ich ja schon ausgeführt habe, eigentlich nur Geschmackssache ist. So, dann kommen wir hier zu einem Kapitel. Splittermond für den Spielleiter, wie gehe ich mit Regelelementen um, wie gehe ich mit Monstern um, das ist, das Spielleiterkapitel ist wirklich gut, das ist schön, schön geschrieben. So, und dann kommen wir dann zu, Gegnern. Monster muss es natürlich auch geben, da gibt es jede Menge, hier Felslinge und Finsterschwingen und Feuerdjinne und Geisterwölfe und, was weiß ich, Flimmerfeen, Hydren, Harpien, ja, alles mit dieser Orkrieger. Das ist eine arme Sau. Vor allen Dingen hier der Ork-Speer. Ja, das ist. Ich habe damals ja schon beim ersten Durchblättern ein Foto davon gepostet. Dieser Ork-Speer ist ein ganz armes Würstchen. Weil ohne dem kann man doch nicht böse sein. Ja, der ist. Das ist so eine arme Wurst. Jetzt ehrlich, den muss man doch ins Bett legen. Der ist doch krank irgendwie. Der stirbt doch bald. Von allein, den kann man umpusten. Ja, das ist doch. Angst kann man vor dem nicht haben. Guck mal, der hat schlechte Zähne und alles. Ja, der ist alt, der hat so eine Halbglatze, total abgemagert. Der ist irgendwie aus der Geriatrie ausgebrochen oder so. Ich weiß gar nicht. Ja, naja, egal. Man kann nicht alles haben. Es macht auch ganz, ganz fürchterliche Orks geben. So, ne? Skelette gibt's hier, welche Überraschungen. Und Lichkönige, Schattenweber und Schnappdrachen und so weiter und so weiter und so weiter. Natürlich gibt's auch ganz normale Tiere, die werden aber, die muss halt jeder sich selbst vorstellen.
Insofern, also Nashörner, Skorpione und so, kein Bild, aber Werte immerhin, das ist auch schön. Braucht man ja auch für zum Beispiel für die Kreaturenressource vom Anfang. Dann kann man nämlich ein Wildschwein als Begleiter nehmen. Kann man auch, oder? Großwild müsste gehen. So, dann kommen wir im nächsten Kapitel, wird Splitter Lorakis, das Setting von Splittermond, nochmal genauer beleuchtet oder kurz vorgestellt, damit man einfach damit spielen kann, damit das Grundbuch auch reicht. Und ja, wer nochmal Näheres zum Setting erfahren will, sollte sich einfach das Video zum Weltenband von Splittermond ansehen. Da gehe ich dann nochmal genauer drauf ein und teile ein bisschen meine Begeisterung da mit euch. So, Mondtore und so, also es wird halt nochmal komplett beschrieben, was da in Lorakis alles los ist. Komplett? Kurz, meinte ich, nicht komplett, kurz. So, Zeitleiste mit geschichtlichem Abriss, wie funktioniert das mit den Göttern, so die ein paar Götter, ja. Das Grundbuch beschränkt sich auf, ich kann das nochmal kurz sagen, auf die Länder um dieses innerkontinentale Meer, dieses Binnenmeer hier. Alle anderen werden nur ganz kurz abgerissen und die werden halt näher im Weltenband geschrieben. Die Kulturen, die Kulturpakete zum Beispiel, findet man ja auch im Weltenband. Zum Beispiel hier Kintai oder so, zu diesen asiatisch angehauchten Ländern. Ja, so. Genau, wie funktioniert das mit dem Geld und mit Kalendern? Also es wird das Setting halt ganz normal nochmal beschrieben. So. Anhang mit einem Glossar und Archetypen nochmal zum sofortigen Losspielen, samt Charakterbögen, so sehen die nochmal aus hier. Natürlich gibt es auch ein paar zum Rauskopieren. Ich weiß nicht, wer das heutzutage noch macht, das Rauskopieren aus Büchern von Charakterbögen. Moment mal, doch, da sind sie doch. Hier ist die Tickleiste nochmal und eine Regelübersicht haben wir auch nochmal. Und dann sind wir auch nach dem Index schon durch. Tatarata! Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wieder 37 Minuten über dieses Buch gesprochen und habe gefühlt bestimmt wieder was vergessen, die Hälfte. Ich könnte da noch länger drüber erzählen, aber ich tue es jetzt einfach nicht, weil irgendwann ist auch mal gut gewesen. Ja, Splittermond die Regeln. Bis auf das Ticksystem ist es ein sehr, sehr schönes Regelsystem, das sehr gut funktioniert, sehr viel Spaß macht am Tisch. Aber wie gesagt, das Ticksystem macht mir das Ganze persönlich ist einfach zu madig. Ich meine, ja, das ist leider so. Da gibt es halt Besseres. Aber da bin ich, ja, ich stehe nicht alleine mit der Meinung da, aber es gibt halt viele, die das Ticksystem sehr gut finden und das für sehr gut spielbar halten. Und ich wette, wenn diese Regeln für diese MOOC-Regeln kommen, also diese, dass man kleine Schergen zusammenfassen kann und dann als eine Einheit in der Tickleiste führt, wenn das gut funktioniert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das auch für mich nochmal was ist. Ja, ich mag das nämlich. Also ich mag inzwischen diese Unterscheidung, diese klare Unterscheidung zwischen SCs und unwichtigen Statisten. Mag ich sehr gerne. Will ich gar nicht mehr anders haben. Ne, dieser Aspekt, es werden hier Geschichten simuliert und kein Setting. So, das finde ich im Rollenspiel inzwischen unabdingbar. So, und Splittermond entscheidet sich hier ganz klar dafür, geht diesen Weg aber noch nicht ganz zu Ende, weil man um die Präferenzen seiner Zielgruppe weiß. So, was okay ist, ja, mein Gott, man will das Ding halt verkaufen und man wollte ein Mainstream-System schaffen und das schafft man nicht, indem man die relativ speziellen Vorlieben von Swart bedient, ja. Insofern, passt schon. So, schaut rein, PDF ist umsonst, aber für 40 Euro, wenn man mal ein neues Fantasy-Spiel ausprobieren möchte, macht man hier nichts falsch. Die kann man mal investieren, ein paar Abende Spaß haben oder auch länger natürlich. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, so, war schön. Jetzt verspreche ich wieder, es wird was öfter kommen. Was ich noch gesehen habe, 500 Abonnenten an meinem Kanal, 503 oder so. Yay! Ich bin noch nicht so groß wie Orkenspalter mit 5000. Ich liefere aber auch nicht so hochqualitativen Content wie Orkenspalter natürlich. Warum ich mich mit Orkenspalter vergleiche, weiß ich gar nicht so genau. Aber 5000, da komme ich auch noch hin. Chakalaka. Ich weiß nicht, wie die durchgeblättert Videos dann aussehen müssen, um so viele Abonnenten zu binden. Vielleicht musste ich mich thematisch auch breiter aufstellen, aber egal. 500 finde ich geil. Ich hatte, ne, dreistellig war ja immer schon mein Ziel eigentlich und jetzt habe ich 500. Das ist großartig.
So, ich freue mich, das hat mich auch nochmal motiviert, genauso wie dass auch immer noch Kommentare unter die Videos gesetzt werden, dass ich Anfragen per Mail bekomme oder per Facebook angeschrieben werde. Das finde ich super, weitermachen bitte damit, das motiviert mich nochmal neue Videos zu machen. Ich hatte die letzten Monate, gut zugegeben, ich hatte die letzten Monate teilweise keine Zeit, teilweise auch einfach keine Lust, einfach mich nochmal jetzt hinzusetzen. Ich habe sehr viele Rollenspiele gelesen, auch noch ein paar gespielt. Ja, für 2015 fester Vorsatz, wieder mehr Videos zu machen. So, ich kann noch nicht sagen, in welcher Regelmäßigkeit oder so. Ja, und was ich jetzt mit dem im letzten Video zugesagten 500 Abonnenten Special mache, das weiß ich noch nicht, aber ich lasse mir was einfallen, ganz, ganz bestimmt. So, und jetzt noch eine schöne nächste Woche. Ich hoffe, ich kriege das noch an diesem Sonntag hochgeladen. Ansonsten schöne Restwoche oder so. Macht es gut, tschüss.